Der rote Raum ist zwar ein bisschen wärmer, aber teilweise ist er schon ein bisschen zu warm. Was hat denn der Patrick hier für einen heißen Ofen installieren lassen? Ah, den Ofen kannst du natürlich bei mir auch herunterreguliert kaufen. Dann ist es dir auch nie zu warm. Kann ich einfach die Temperatur vom Raum heruntergedreht werden? Das wäre dann das Einfachste. Da hast du doch bestimmt nur ein Zusatzmodul vom Verkaufsofen ausgebaut. Vielleicht hast du den auch nur irgendwo. Aber hier ist der leider nicht serienmäßig dabei. Deswegen kann ich den auch nicht herunterregulieren. Dann gehe ich jetzt erstmal hier heraus. Hier ist es doch ein bisschen zu warm. Also, ich finde die Temperatur genau richtig. So kuschelig warm habe ich lange nicht geschlafen. Was? Du schläfst hier gerne? Hier ist es doch mindestens 50 Grad Celsius. Da muss ich dich leider korrigieren. Wir haben hier 70 Grad Celsius. Siehst du, sogar noch mehr. Ich muss jetzt hier echt raus. Tut mir echt leid, Leute. Das ist mir hier einfach zu heiß. Ah, die Tür ist aber auch 300 Kilogramm schwer. Oh nein, dann kann ich die dann auch nicht öffnen. Der Erwin hat mich schließlich hier reingelassen. Und der ist so stark. Aber Timo, wie bist du denn eigentlich hier reingekommen? Also, ich habe die Tür hier mit der Fernbedienung offen gemacht. Geht ganz einfach. Man muss nur hier den großen Knopf hier drücken. Gut. Danke, dann bin ich ja nicht für immer hier gefangen. Warum hast du ihm das denn mit der Fernbedienung gesagt? Ich wollte ihm doch den Ofen verkaufen. Ich kann besser schlafen, wenn keine im Raum sind. Deswegen wäre es auch gut, wenn du jetzt gehen würdest. Okay, dann gehe ich. Oh, der Sergio hat irgendwie die Temperatur auf 40 Grad heruntergestellt. Ich stelle die mal lieber wieder ein bisschen höher. Mein Experiment war leider nicht so erfolgreich. Der Alex hat leider keinen Ofen vom Sergio abgekauft. Das war schon sehr schade. Wird ja auch so langsam Zeit, dass der Alex versteht, dass der Sergio nur Sachen verkaufen will. Du wolltest also ein Experiment machen? Ja, genau. Eigentlich wollte ich ausprobieren, wie lange ein Mensch in warmen Räumen aushalten kann. Und da war der Deal
mit dem reduzierbaren Ofen ganz schön gut. Nur leider hat der Timo ihm gesagt, dass man mit dieser Fernbedienung die Tür ganz einfach öffnen kann und die Temperatur reduzieren kann. Wo ist denn eigentlich der alte Mann? Will der noch mehr Räume renovieren? Der wollte eigentlich beim Ameisenhügel sein. Der wollte mal so anschauen, wie der so gearbeitet wird. Okay, eigentlich wollte ich den schon verbrennen. Gibt bestimmt sehr viel Wärme ab. Wobei, Ameisen sind ja auch sehr stark. Die können ja dem Erwin bei der nächsten Renovierung helfen. Wir können ja auch einfach mal zu ihm hingehen. Und Erwin immer noch fleißig, die Ameisen zu beobachten, scheint dir wirklich Spaß zu machen. Die Jugend wieder. Ich schaue nur, wie fleißig man sein kann. Die Ameisen sind sehr vorbildlich. Wenn nur meine Augen besser sehen könnten, dann könnte ich das noch besser beobachten. Lässt sich alles ändern. Ich habe sogar eine Methode dafür, wie du die Ameisen besser sehen kannst. Willst du mir etwa jetzt die Augen lasern? Das ist eine gute Idee, Patrick. Erwin, du könntest aber auch damit blind werden. Die Jugend wieder. Noch blinder kann ich wohl kaum werden. Nein, das Lasern mache ich nicht. Bitteschön, wo ist er denn jetzt hin? Hier bin ich. Die Jugend übersieht mich natürlich wieder. Aber warum seid ihr so riesig? Nein, das ist eine Schrumpfkanone. Jetzt kannst du ganz in Ruhe in den Ameisenhügel reingehen und die Ameisen erforschen. Eine Sache noch von mir, die Arbeiterinnen von Ameisen können zwischen 2 bis 14 Millimeter groß werden. Die Königinnen können doppelt so groß werden. Die riesige Waldameise kann sogar bis zu 21 Millimeter groß werden.